Ich habe es geschafft. Unglaublich, aber wahr. Und damit auch willkommen zur nächsten Folge von Dark Souls. Heute ist Bosszeit, sofern ich ihn denn finde. Aber eigentlich sollte das machbar sein. Deswegen, kurz Vitalität gepimpt. Jetzt gar nicht lange aufhalten. Aus dem Gang raus und direkt rechts. War vorher noch diesen Fackeltyp hier. Eine Fackeln. Komm her. Und zack, voll an ihr tachelt. Direkt um die Ecke räumen und runter. So, dann jetzt. War das hier? Ja, genau, unseren Shortcut. Brauchen wir die Leiter nicht runtergehen, habe ich festgestellt. Da tut man sich nicht weh. Die Tür haben wir offen. Warum habe ich eigentlich nur... Erstens, warum habe ich die Maus im Bild? Das war bestimmt die letzte Folge auch, Entschuldigung. Und zweitens, warum habe ich nur 7 Flaschen? Ach klar, weil das Feuer noch nicht aufgewertet ist. Hätte ich eigentlich mal machen sollen. Hier war der Typ. Und wo war jetzt nochmal... Ne, hier kam ich her. Ich muss wieder dahin kommen, wo ich mich letztens verlaufen habe, wo ich eigentlich nur nach unten muss. Ich glaube, das war hier, oder? War es das? Ja, ich glaube schon. Einmal, zweimal. Lass mir Ruhe. Ja, genau. Ach, guck mal, das ging doch relativ fix jetzt. Also für meine Verhältnisse. Schweif. Ja, ich weiß. So. Jetzt hier lang. Nicht hier lang. Sondern hier lang. Und jetzt geht es eigentlich nur noch bergab und dann... Ja, genau. Bergab. Das ist das Stichwort für diese Folge wahrscheinlich. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass ich sterben werde, ja? Dieser Run ist jetzt nur dafür da, um sich einmal das Verhaltensmuster von diesem Typen anzuschauen. Wir haben im Prinzip nichts zu verlieren. Wir haben gerade mal 1000 Seelen am Start. Das ist jetzt in diesem Stand des Spiels nicht viel. Wir haben das Leuchtfeuer direkt in der Nähe. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen, wenn wir jetzt verrecken. Deswegen, ich werde jetzt wie folgt vorfahren. Ich versuche den Boss. Wenn ich sterbe, laufe ich wieder hin, schneide an dieser Stelle, versuche den Boss nochmal. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir den Boss platt haben, dass ihr diese langweiligen Zwischenwege nicht habt, weil das bringt uns und bringt mir nichts. Alles klar, seid ihr bereit? Ich bin es. Können wir das schaffen? Ich hoffe, ihr habt jetzt hier, wir schaffen das gesagt. Damit geht's ab und los. Bitte keine FPS-Einbrüche. Alligator, sag meinen Namen, lass einen... Oh, oh. Mhm. Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich so richtig dick in die Hose reinscheißt? Das Gefühl habe ich jetzt gerade. Oh Gott. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Gut, halten wir fest. Er kann mich treffen, auch wenn ich nicht mehr drin stehe. Das heißt, ich muss rollen. Okay, also. Wenn er schreit, dann lässt er seinen Oberkörper runterstürzen. So wie da jetzt gerade geschehen. Alles klar. Was kann er noch? Ich hole mir in der Zeit kurz das Item. Ich werde übrigens versuchen, im vorderen Teil zu kämpfen, dass ich, ja, okay, Standardhelm. Okay, er kann noch rennen. Was kann er noch? Er klappt sich auf. Das heißt, er hat zwei Stati. Einmal rennen. Das macht er, wenn er unten ist. So wie jetzt. Habe ich Ausweichmöglichkeiten? Ja, habe ich. Okay, dann rennt er los. Ich denke mal, da darf ich mich wahrscheinlich nicht nähern. Kann er mit seinem Schwanz was machen? Also hier, den Schweif, ne? Dann steht er erstmal rum. Dann klappt er sich wieder hoch. Also laut meiner Analyse, ich weiß nicht, ob ihr auch schon so weit seid, würde ich sagen, der Angriffszeitpunkt ist genau, wenn er seinen Kopf runterfallen lässt. Okay, jetzt rennt er. Da müssen wir ausweichen. Okay, klappt. Zweimal rollen ist das Ding durch. Jetzt müsste er sich eigentlich wieder aufklappen. Ja, genau. Alles klar. Jetzt kommt gleich der Schrei und dann lässt er seinen Kopf wieder fallen.
Dann ist der Moment für meinen Angriff gekommen. Einmal, zweimal. Oh Gott, das wird dauern. Dann kommt das Rennen, wo ich jetzt voll dann abkriegen werde. Halt mir fest, das Rennen ist ein One-Hit. Halt mir weiterhin fest, ich brauche das Schild im Prinzip nicht. Das ist nur Gewicht. Und ich glaube, der Speer ist für diesen Run nicht so geeignet. Ich nehme jetzt ein paar Notizen vor, überlege mir, wie ich das mache. Also wir sind uns schon mal einig, wenn er runterkommt, kann ich den Kopf angreifen. Wenn er rennt, muss ich irgendwie schnell weg. Das heißt, ich werde jetzt mein Gewicht verringern und eine Waffe nehmen, die vielleicht häufiger angreifen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Okay, ihr seht es, ich bin wesentlich leichter bepackt. Ich bin deswegen jetzt auch unter einen gewissen Mindestwert gekommen und kann jetzt schneller rollen. Ich kann mich zwar null verteidigen, aber da ich gerade gesehen habe, ich bin eh One-Hit, wenn ich getroffen werde, ist mein Ziel lieber schnell auszuweichen. Vielleicht klappt's, vielleicht fehle ich jetzt auch noch mehr. Die Cutscene haben wir schon gesehen. Ich hoffe einfach, dass das eine gute Entscheidung war. Ihr seht, ich renne jetzt schneller und ich kann jetzt mich rollen, ohne dass ich so lange noch hängen bleibe. Das ist vielleicht ein Vorteil. Die Seelen scheiße ich jetzt drauf, das waren 1000. Ich werde die eh noch häufiger verlieren. Wenn er rennt, dann ruckelt es aber ordentlich, ey. Ich hoffe einfach, dass das jetzt ein gutes Setup ist. Ich habe... Ich habe Schluck auf, richtig. Ich habe übrigens versucht, das Drachenschwert auszurüsten, weil das seitlich schlägt und ich das Gefühl habe, dass ich damit den Kopf besser treffe, wenn er runterhängt. Fakt ist nur, dass, okay, das wird sehr lange dauern, aber so ist es auf jeden Fall sicher. Fakt ist nur, dass ich dafür immer noch zu schwach bin, stärkemäßig. Und dass ich dementsprechend, das mit zwei Händen tragen müsste und das ist einfach nur nervig. Oh oh. Noob, noob. Okay, er kann mit seinem Schwanz schlagen, haben wir das auch festgestellt. Jetzt kommt er wieder runter. Jetzt einmal hauen, zweimal hauen. Ja, zweimal hauen geht. Jetzt wird er rennen. Deswegen schon jetzt einfach, okay, zweimal hauen, verpissen. Dann warten, bis er ausgerannt hat. Den Schwanz schlagen, nicht schlagen. Warten, bis er sich umdreht. Das ist einfach die sicherste Lösung. Ich brauche die Waffe einfach nicht, dieser mit dem Schwanz droppt. Ich habe schon eine genaue Vorstellung, was ich haben will. Und das kommt erst viel später im Game. Und solange werde ich mit dem Speer hier vorlieb nehmen. Eins, zwei und jetzt verpissen. Also ich fühle mich so mobil ziemlich wohl. Ich habe festgestellt, das ist vielleicht ganz gut. Was macht er mit seinen Beinen? Macht er da auch was? Okay, das heißt, ich kann ihn insgesamt viermal schlagen in einem Durchgang. Okay, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Ich darf jetzt nur nicht irgendwie cocky werden und übermütig, dann sollte es eigentlich... Okay, jetzt rennt er irgendwie auf mich zu, das hat er gerade nicht gemacht. Ich brauche ein wenig Distanz. Seht ihr das? Wenn ich vorher gerollt bin, dann bin ich ja immer noch so ein bisschen kurz liegen geblieben. Und das macht er halt jetzt nicht. Das ist total geil. Okay, jetzt rennt er. Wenn er aufgehört hat zu rennen, dann kann ich ihm vors Bein hauen. Eins, zwei und jetzt wieder verpissen. Könnte klappen so. Könnte klappen. So, jetzt lässt er sich wieder runter. Ranrollen, hauen. Und oh, verpissen. Das ist nicht gut, das ist keine gute Ausgangslage. Okay, es klappt. Das ist das, was ich meine. Wäre ich jetzt kurz stehen geblieben, dann hätte ich das Problem gehabt, dass er mich erwischt hätte. Okay, halten wir nächstes Mal fest. Sobald ich ihn gehauen habe, muss ich zwingend neben ihm stehen, bevor er das Rennen anfängt. Okay, jetzt will er mich wieder mit seinen Händen grabbeln. Haben wir ja gerade schon gehabt, das Thema. Pieksen. Jetzt mache ich es richtig. Neben ihm. Jetzt schaut. Okay, jetzt ist er gar nicht losgerannt. Ich weiß nicht, der hat bestimmt noch irgendwie Phasen, wenn er die Hälfte der HP hat und so. Was dann kommt, kann ich natürlich nicht sagen, ob ich dann vielleicht doch ein Schild gebraucht hätte. Fakt ist nur, bisher läuft es ja ganz gut. Hier kommt der Abgrund, da darf ich mich nicht hindrängen lassen. Jetzt kommt wieder seine Grabbelhand. Dann kommt sie. Okay, lässt sich... Okay, ich halte einen Hit aus, alles klar. Fakt ist nur, ich bringe jetzt kurz ein bisschen Distanz zwischen uns. Kurz eine snacken. Alles klar. Gut. Warum er mich jetzt erwischt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich guck mal, was passiert, wenn ich weiter weg von ihm bin, aber sich dann direkt fallen lässt. Das hat schon zu lange gedauert. Ich muss an die Seite von ihm. Ausdauer aufladen. Ja, es funktioniert. Also hauen und dann seitlich stehen. Kurz pieken. Und weg von ihm. Schön weite Distanz zwischenbringen. Vielleicht lässt er sich dann direkt wieder fallen. Tut er es? Nein, er rennt auf mich zu. Schade. Okay, hier gefällt mir das nicht. Ich lasse mich hier nicht in der Enge drängen. Seht ihr, dass meine Ausdauer minimiert sich auch viel weniger. Der ist einfach trotzdem schneller als ich. Okay, jetzt lässt er sich fallen. Okay, ich habe die Länge unterschätzt. Ich muss neben ihm. Habe ich jetzt Zeit für einen Trank? Ja, habe ich. Ja, habe ich zu lange gebraucht. Das riskiere ich nicht, bevor er dann irgendwie mich mit dem Schwanz trifft oder so. Okay, ich muss weiter weg. Komm, dreh dich. Und lass dich runterfallen. Die Länge sollte eigentlich passen. Ja, tut sie auch. Ranrollen. Pieks. Pieks und zur Seite. Und rennen. Jawohl, er macht genau das, was ich von ihm will. So ist alles okay. Jetzt darf nur nicht irgendwie noch eine miese Zusatzaction kommen, die er schiebt. Okay, weg, bevor der Schwanz kommt. Distanz, Distanz, Distanz. Lass dich fallen. Warum auch immer er jetzt auf mich zuläuft. Okay, vielleicht ist das ja random irgendwie, welche Phasen kommen. Okay. Im Kopf. Zweimal zuhauen. Eins, zwei. Das schaffe ich auch dreimal. Und ich komme noch neben ihm, ne? Alles klar, ich kann dreimal zuhauen. Jetzt kommt die Phase, wo er hier hin rennt. Da kann ich ihn treffen. Schwanz aufpassen, das war zu viel gehauen. Okay, er hat es nicht bestraft, zum Glück. Distanz, Distanz, Distanz. Dreh dich um und lass deinen Kopf fallen. Komm, tu es. In der Phase kann ich nämlich schon auf ihn zurennen. Eins, zwei und neben ihn. Okay, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, okay. Er ist mittlerweile auch über der Hälfte der HP. Zweimal hauen und wieder verpissen. Scheiße, ich habe jetzt nicht so eine große... Ich bin so ziemlich in der Enge. Ich hoffe nicht, dass er jetzt auf mich zugerannt kommt. Oh, er tut's nicht. Wie cool ist das denn? Zack, zack. Das war zu viel. Auf die Seite. Okay, er rennt in die Mauer. Super, jetzt kann ich wunderbar Distanz zwischen uns bringen. Das ist gut. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Fieses kommt, dann sollte das eigentlich machbar sein. Kurz lesen, was hier steht. Gelobt sei die Sonne. Ja, das ist total hilfreich, der Tipp. Springt der eigentlich auch, wenn ich zu weit weg bin? Das will ich nicht riskieren. Einmal, zweimal und pieksen. Aufladen, zur Seite. Okay, es klappt, es klappt. Alles klar. Nicht unter die Räder kommen. Zack. Distanz. Keinen Fehler machen, ich habe noch 5 Flaschen, alles ist gut. Lass dich fallen. Jawohl, in der Zeit kann ich nämlich schon auf ihn zurennen. Einmal, zweimal, dreimal haben wir festgestellt, dann zur Seite. Okay, okay. Er scheint tatsächlich keine Fernkampfattacken zu haben, was mir sehr gefällt. Ne, ich will es jetzt nicht riskieren. Ich muss Distanz zwischen uns bringen, sonst läuft er mir wieder hinterher und das ist mir zu riskant. Er soll das machen, was ich will, nicht das mit mir machen, was er will. Jetzt lässt er sich wieder runterfallen. Kann ich jetzt auf ihn zuhauen? Okay, ich muss zur Seite. Das war, glaube ich, knapp. Das war tatsächlich knapp. Okay, ich lasse das jetzt auch mit dem Schlag auf den Dingens. Das ist mir schlicht zu riskant. Weil man macht bei Dark Souls schnell den Fehler, dass man sich denkt, ach komm, einer geht noch oder hier, da lassen wir es jetzt mal krachen. Scheiße auch. Warum auch immer er das jetzt macht, das habe ich nicht so vorgesehen. Ich brauche Distanz, ich brauche Distanz. Okay, ich gebe Knallgas. Okay, lass deinen Kopf fallen. Tu es. Lauf mir nicht hinterher, das habe ich dir nicht gesagt. Ich habe die Regeln befolgt, du musst sie auch befolgen. Du bist auch nur gescriptet. So, komm mal her. Jetzt befolgst du meine Regeln, Kollege. Nämlich Speer in die Fresse und zur Seite. Jetzt läufst du los. Sehr gut. Mach schön das, was ich dir sage. Zweimal hauen und wieder verpissen.
Okay, jetzt müsstest du ja eigentlich. Oh Gott, ich habe Angst, wenn ich zu weit weg bin, dass er sich dann fallen lässt. Ich werde jetzt nur einen Schlag machen. Nein, ich mache zwei. Seitlich. Okay, hat geklappt. Jetzt ist sein Bein wieder dran. Ich laufe schon mal nebenher. Schnell zweimal hauen und wieder verpissen. Ich muss den immer im Blick haben. Ich darf nicht den Fehler machen, dem den Rücken zuzudrehen. Ich weiß nicht, konnte der nicht auch noch irgendwie springen oder so? Einmal, zweimal. Oh ne, warten. Nicht zu viel wollen, da haben wir es wieder. Und es war richtig so, weil der wäre im nächsten Moment losgerannt. Einmal, zweimal. Ich weiß, viele von euch werden sagen, ja, du hättest ihm jetzt auch auf den Schwanz hauen können, dann hättest du auch die Waffe bekommen. Ja, Arschlecken, hinterher treffe ich den Schwanz nicht. Und, oder er schlägt mich damit, weil an der Seite habe ich festgestellt, tut er es nämlich nicht. Und da ist mir ein sicherer Bossfight sicher... Ja, ein sicherer Bossfight ist mir sicherer als, ne, ihr wisst schon. Zur Seite, zur Seite. Wow, das war knapp. Jetzt entspannen, entspannen, entspannen. Auf das Bein einsprügeln. Und fick dich! Woo! Da ist er down. Schandstartschlüssel. Ich hab gesiegt. Ich bin so cool. K-U-H-L. Ja, Freunde. Da haben wir auch schon platt. Und kriegen 25 fucking 1000 Seelen. Ihr seht, ich lehne mich gerade zurück. Dark Souls ist ein Spiel, wo man viel nachdenken muss und dann handeln muss. Ich bin froh, dass es so reibungslos geklappt hat. Es hat lange gedauert. Ja, es war jetzt auch nicht die sonderlich coolste Taktik. Aber es hat funktioniert und das ist, was zählt. Ich danke euch auch heute wieder fürs Zuschauen. Mit diesem Anblick von meiner unglaublich hübschen Rüstung, die mir aber viel gebracht hat. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal und machen uns dann vom Leuchtfeuer aus auf den Weg Richtung Schandstadt. Dankeschön und auf Wiedersehen, euer Future.